Nach der Zwischenepisode mit dem epochalen Kampf sind wir jetzt wieder auf dem Hauptcharakter. Ich habe mich schon mal für euch an mein Hauptfeuer begeben und wollte hier eigentlich kurz mal die Waren eintauschen. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wie die Mechanik funktioniert. Also, wo ich jetzt sehe, wie das funktionieren würde, was ich da verkaufe, beziehungsweise was ich neu kaufen kann. Ich habe gesehen, ich habe diverse Finsterschwerter schon wieder. Eigentlich brauche ich sie ja nicht mehr. Das heißt, hier können wir gleich mal aufräumen. Dann habe ich zwei Skimitars. Brauche ich auch nicht. Was habe ich denn sonst noch so doppelt? Ansonsten sieht es ziemlich aufgeräumt aus. Ich werde auch versuchen, die Waffenvielfalt irgendwann wieder mal zu präsentieren. Noch nicht in der Episode, denn ich muss zuerst für die nächste Sache Punkt ausbauen. Jetzt geben wir aber mal die Schattenasche. Moment, jetzt würde mich zuerst... Ich erwarte jetzt, wenn ich hier die Schattenasche verkaufe, dass ich vielleicht auch hier jetzt ein neues Crafting-Material kaufen könnte. Aber ob es jetzt wirklich so ist, ich glaube nicht. Wie sieht es denn bei Rüstungen aus? Okay, das versuchen wir mal einfach so im Hinterkopf zu behalten. Es gibt zwei Ringe. Das wäre eigentlich auch mal eine Idee. Den Lloyds Schildring verstärkt Schadensminderung bei voller Trefferpunkte. Allerdings, ob das wirklich was bringt? Viel Zeit ist vergangen, seit die Verehrung von Lloyd beim Weißen Pfad üblich war. Die Kleriker von Klein Karim hatten immer nachdrücklich behauptet, dass Lloyd nur ein Betrüger war, der sich den Titel des Allvaters selbst verliehen hat. Ich glaube, das habe ich schon mal vorgelesen. Nun ja. Nein! Ich wollte den Text lauschen. Was macht sie? Was macht er? Ich drücke gar nicht. Die Steuerung hat wieder verrückt gespielt. Ach nein. Hey. Kann ich jetzt noch überhaupt irgendwo drücken, ohne dass was passiert? Nein, hat... Jetzt ist die... Gott, es ist jetzt auch die Dings kaputt. Die Angriffstaste. Also, ich versuche hier gerade... Nee, dies... Gott. Ich hasse es. Da gibt's jetzt nur was. Oh Gott. Was macht das? Das ist... The worst case. Ach, ich hasse dich. Also irgendwie, ab und zu stellst du mir einfach die Steuerung um, im Spiel selber. Und hab mir jetzt einfach mit der einen Taste hat er jetzt einfach angegriffen. Also die Unterbrechtaste war die Angriffstaste. Ich weiß nicht, ob es mit der Videoaufnahme zusammen irgendwie funktioniert oder... Nee, ich kann nicht angreifen. Ich kann nicht angreifen. Also der hier funktioniert, aber... Gewisse Tasten funktionieren jetzt nicht mehr. Okay, versuchen wir noch den Trick. Wir gehen auf den Ersatzcharakter. Ich glaube zwar nicht, dass es dann funktioniert. Es wird eine ganz komische Episode in dem Fall. Weil ich jetzt wirklich nur das ablauten werde. Weil ich logischerweise hier jetzt unterbrechen. Nee, falsche Taste. Ich bin gerade völlig geistig verwirrt. Ich bin jetzt total geschockt. Ich habe die Händlerin getötet, obwohl ich es nicht wollte. Vielleicht hilft ja ein Profilwechsel. Warum tust du mir das an? Warum? Also am Gamepad liegt es nicht. Die Batterieanzeige blinkt nicht. Ich hab das einfach ab und zu. Nee, der greift auch nicht an. Der greift auch nicht an. Ach je, was ist denn los?
kann ich vielleicht bei den Einstellungen zurückstellen. Er greift jetzt mit... Habt ihr das gesehen? Er hat jetzt wieder mit dem... Das war ein leichter Schlag. Das sollte er gar nicht mit dem Taste. Irgendwie... Irgendwie ist jetzt gerade wieder komplett der Wurm drin. Oh, ich bin gerade so geschockt. Ja gut, das wird in dem Fall eine super kurze Episode. Ich hoffe, ich kann das wieder rückgängig machen auf irgendeine Art und Weise. Also man kann es ja normalerweise, aber ich weiß jetzt nicht. Gott, ist das scheiße. Na gut, wir sehen uns gleich wieder. Ich werde das Spiel neu starten müssen. Und hoffe, dass dann die Tasten wieder richtig funktionieren.